aus allen Zeiten, mittlerweile fast 40 Jahre alt, klassische und moderne Klänge begleiteten die 46 Teilnehmerpaare aus 20 Ländern an dieser Weltmeisterschaft 1992 in Mailand. Weltmeisterschaften gab es ja schon viele in dieser Sportart, genau seit 1978, aber noch nie wurde eine offiziell durchgeführt mit Amateuren und mit Profis zusammen. Auch das ist ein Fortschritt, gerade in der heutigen Zeit, wo in kaum einer Sportart echte Unterscheidungen geschaffen werden können. Und Erfolg bringt Geld. Diese sind auf dem Weg, das Semifinale der letzten 16. Leider in der Kleidung wie Zwillingspaare. Mit der Nummer 7, Roman Kolb, Michaela Becerova aus der CSFR. In den letzten Turnieren weit nach vorne getanzt, enorme Fortschritte gemacht und dann mit der Nummer 10, Vyacheslav Gopkov, Elena Rukusueva aus Russland. Hier haben wir sie im Vordergrund. Und das System ist hart, aber gerecht. Das besser gewertete Paar kommt ins Finale. Das Unterlegene scheidet aus. 1,5 Minuten dauert das Halbfinale. Wie gesagt, nur ein Paar werden wir wiedersehen, deshalb muss man von der Vorrunde bis ins Finale mit voller Kraft und Konzentration tanzen. Eine weitere Paarung mit der Nummer 33, Wolfgang Pachatz, Isabel Gresse aus Österreich und mit der Nummer 34, Georges Saint-Cosme und Sophie Chapuy aus der Schweiz. Die Schweiz ist ja eine Hochburg, momentan zwar kein Spitzenpaar, da übrigens die besten Rock'n'Roll-Paare der letzten 14 Jahre bei den Amateuren wie bei den Professionals kommen aus Italien. Sie hatten 12 Titel bisher errungen und 10 gingen an Deutschland. Also das sind die führenden Nationen. Und hier gute Paare, aber wie gesagt nicht allzu große Spitze. You're fine. Look out. I got to tell this world that you're mine, 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 mine. I treat my nails as a flip of a fire. I'm real nervous because the show is fun. Come on, baby, time to pray. Goodness gracious, quick balls of fire. ...3000 Zuschauer in der Palladio-Halle in Mailand, natürlich echte Rock'n'Roll-Freaks. Und die dritte Paarung
aus dem Semifinale. Rechts im Bild in dunkler Kleidung, das ist das deutsche Paar Heiko Bartsch, Silke Nebel, sie kommen aus Augsburg, zweite bei den deutschen Meisterschaften und bayerische Meister. Und die Gegner oder Partner, ganz wie sie wollen, hier jetzt im Vordergrund Bernard Fischer, Brigitte Demenga aus der Schweiz. Those big blood as my way, and do I want you forevermore? I'm not one that gets around, say my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before. Es waren also drei deutsche Paare im Semifinale, das ist ein großer Erfolg. Alle hatten sich qualifiziert, sind nicht etwa über die Hoffnungsrunde in diese Etappe gekommen. Und die beiden Augsburger verkauften sich sehr gut. Wie gesagt, schwarz im Hintergrund. Bei Rock'n'Roll soll es bleiben, jetzt aber wird nicht getanzt, sondern gesungen. Ein Star in Italien und das nicht nur in diesen Jahren, Bobby Solo. 1963 sang er seinen ersten Schlager, also auch schon vor gut 30 Jahren oder im nächsten Jahr wird es soweit. Heute ist er noch in seinem Element, gefeiert von seinen Landsleuten wie eh und je. Mai di no, dammi i tuoi baci amore, dammi i tuoi baci ancora, per tutta la vita e per un giorno ancora. Ogni giorno guardo gli occhi tuoi, e ogni notte sogno i baci tuoi. Sempre fra la gente te ne stai, ma sola non puoi uscire mai. Tutti i tuoi baci, un dovere per me, baci, solamente per me, baci, non mi dire di no, non mi dire mai di no. Dammi i tuoi baci, amore, dammi i tuoi baci ancora, per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora. Per tutta la vita e per un giorno ancora. Jetzt wird's aber ernst. Finale Fußtechnik, die besten sechs Paare. Die beiden kennen wir schon, Roman Kolb, Michaela Vecerova aus der GSFR. Beide tanzen schön. Eine kleine Einschränkung ist gleich zu Beginn zu machen. Sie wirken etwas zu brav. Man wünschte sich mehr Power. Dabei also mehr Ausstrahlung und Begeisterung. Musik
Au, das war ein großer Patzer. Beim Platzwechsel ein Konzentrationsfehler. Sie geben auf, schade, aus, vorbei. Die Chance auf eine gute Platzierung ist weg. Die Dauer übrigens bei der Fußtechnik eine Minute. Alojzy Nowak, Dorota Lipka aus Polen. Achten wir auf Sie einmal. Und vielleicht sehen Sie auch den Unterschied zum vorherigen Paar. Schon zu Beginn ein großer Unterschied, da ist Power drin, sie tanzen schnell und Alojzy, also er ist bestimmt auch klassisch ausgebildet mit Ballett. Er zeigt Ausdruck, auch sie bei der Fußtechnik, eine lockere Bewegung, aber stets synchron und das ist ja wichtig. Sie zeigen gleich Tanzen so wichtig, wie es beim Rock'n'Roll sein muss, nicht nur die Akrobatik, die wir später sehen, sondern auch das lockere Dahintanzen. Auch eine hübsche Schlusspose, gute Noten dürften Ihnen sicher sein. Und das ist Birgit Hartmann und Peter Fenkel. Die Eingangschoreografie ist hübsch gewählt. So kommt der schnelle Teil noch bedeutsamer zur Geltung. Allerdings, sie tanzen nicht so weich. Sie tanzen nicht mit dem ganzen Körper. Sie sehen es manchmal vielleicht nur mit den Armen und den Beinen. Aber ihre Spezialität ist ja die Akrobatik, wohl die schwierigste, und die sehen wir später. Eine sehr gute Leistung und eine gute Ausgangsposition für die beiden. Die Nummer 39 und wir sehen Michael Anguera und Dorothée Blampin, die Weltmeister und die deutlich Führenden in der Weltrangliste. Gleich der Anfang spritzig, gute hohe Fußkicks, da sehen Sie, wie weit Sie Ihre Beine schwingen und immer synchron. Ein einfallsreicher Schlussgag. Ja, sie sind die Favoriten, obwohl in der Höhle des Löwen. Die Nummer 43. Und jetzt wird es schon spannend, schon während der Fußtechnik. Riccardo Tessarin und Daniela Cozza aus Italien. Der Italiener, mit Respekt gesagt, der Altmeister dieser Sportart. Er hat sich hervorragend vorbereitet, viele Wettkämpfe ausgelassen. Er wollte den anderen ein bisschen aus dem Wege gehen und zu Hause eben dann bei dieser WM zuschlagen. Er tanzt mit dem ganzen Körper und sie, Daniela Cozza,
eine Energiebündel mit ihrem Temperament. Ed una scritta, oui, io bevo acqua di Vichy, biribiri, 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 quante belle foto modelle di giornata come mozzarella, quante belle foto modelle, tutte alte depilate snelle, hey, ci stai un po' con me, ti porto a casa e ti ipnotizzo con il flash, Ja, Sie sorgen für Spannung für die Akrobatikrunde. Sie haben Heimvorteil, können Sie ihn nutzen? Wir werden es sehen. Nummer 45, Elke Teischow, Martin Lackner. Auch Sie ganz locker, denn das Erreichen der Endrunde ist ein großer Erfolg. Sie hatten damit gerechnet, aber so unbeschwert, wie Sie auftanzten im Semifinale, zählen Sie sogar zu den Favoriten mit. Sportlich dynamisch, kreativ Ihr Tanzen. Also zwei deutsche Paare in der Endrunde. Elke Peischl und Martin Lackner, das zweite deutsche Paar, und Peter Fenkel und Birgit Hartmann. Germania, Numero 45. Peter und Birgit, auf die Fußtechnik war ich besonders gespannt, denn in München bei den World Masters, da war ja ein kleiner Hund drin. Ja, also in München war es also so gewesen, dass ich einen Fadenriss gehabt habe. Wir haben gleich am Anfang der ersten Fußtechnik einen Fehler gehabt und das ist eine auschoreografierte Fußtechnik und wenn man da einmal ganz rausgekommen ist, kommt man auch nicht mehr rein. Und da mussten wir halt quasi ganz, ganz dünnes Programm tanzen und da wurde es uns sehr schwer gemacht. Heute hat es gepasst, heute haben wir eine hervorragende Runde gemacht. Gerade wollte ich sagen, da konzentriert man sich dann besonders auf die Fußtechnik. Auf beides, es zählt immer beides. Fußtechnik und Akro, man darf nichts vernachlässigen. Ja, aber die Fußtechnik ist erst dran. Ja, ja, natürlich. Erst geht die Konzentration auf die Fußtechnik, wenn es gelaufen ist oder auch wenn es nicht gelaufen ist, je nachdem, muss man sich halt voll auf die Akro konzentrieren. Ganz klar. Wie bei anderen Tanzdisziplinen gibt es auch im Rock'n'Roll Formationen. Hier der Academic Dance Club Brescia. Erst bei der Weltmeisterschaft Zweiter geworden, aber von vielen als die beste Gruppe betrachtet. Die Choreografie vom vielfachen Weltmeister Diego Chiodoni, einfallsreich, lustig, spritzig. Und das zeigt auch diese Vorführung. Übrigens noch ein Wort zu den Formationsweltmeisterschaften. Die Italiener, also die wir hier sehen, Zweite geworden. Österreich
Nummer 1 in Deutschland mit dem Münchner Rock'n'Roll Club. Dritter, trotz 3 Einsen, also 3 ersten Plätzen bei 7 Wertungsrichtern. So durcheinander gingen die Platzziffern. Eine ganz enge Beurteilung, eben nach Geschmack. Hier aber eine farbige Vorstellung der Formation Academic Dance Club mit Diego Chiedoni, dem Meister jetzt der Einstudierung. Gefeiert diese italienische Formation mit Recht. Aber jetzt zur Endrunde, Finale Einzel-WM, die Entscheidung. Roman Kolb, Michaela Petscherova aus der Tschechoslowakei. In a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever been, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, thinking like the feeling of my life without you. Sie erinnern sich an die beiden, sie haben den großen Fehler bei der Fußtechnik gemacht, sind chancenlos und das merkt man ihnen jetzt an, sie riskieren nichts mehr. Alles einfache Sprünge, kein einziger Doppelsalto und der ist gefragt in der Endrunde, will man vorne mitmischen? Die Luft ist bei ihnen raus, sie tanzen ein bisschen enttäuscht ihr Programm herunter. Wie gesehen, ein kleiner Fehler und man ist draußen. Zumindest in der Endrunde hier auch nochmal ein Patzer beim Abgang, aber da war es schon vorbei. Die anderen rücken nach und wittern ihre Chance. Hier aber noch einmal eine Zeitlupe der beiden. Der Einstieg und ein einfacher Salto rückwärts gestreckt. Ein bisschen spät aufgekommen. Naja. Da sammeln sich dann die kleinen Fehlerchen. Aber jetzt zur Nummer 12. Alojzy Nowak, Dorota Lipka aus Polen. Tänzerisch hervorragend, das haben wir schon gesehen bei der Fußtechnik. Auch hier sehr locker. Sie haben eine ganze Schraube vorhin gezeigt, gleich zu Beginn. Oh.
Man merkt ein bisschen den Stil von Diego. Chiedoni, er ist auch ihr Trainer. Was 8 feet tall. Yeah. And every time I see you coming down the street, yeah. I know true love just can't be beat. Yeah. 'Cause love makes the world go round and around. Love makes the world go round. Your pulse will beat and your heart will pump. Sie legen mehr Wert auf das Tänzerische, weniger auf die Akrobatik. Das ist ein bisschen zu wenig für die Endrunde. Sie werden bestimmt noch kommen, aber wie gesagt, da fehlen doch noch die zweifachen Sprünge. Sauber die einfachen, aber der Schwierigkeitsgrad ist da halt ein bisschen gering. No matter what you do or where you go, you get a kind of lonely when the lights are low. Everybody's got to have love, that's true. Numero 12, Bologna. Auch hier noch einmal eine Zeitlupeneinstellung. Die beiden stilistisch sauber, hier mit dieser Schraube. Aber ich habe sie schon besser gesehen, etwas lockerer. Hier sind sie zu verhalten in die Endrunde gegangen. Und jetzt die Nummer 31, Peter Fenkel, Birgit Hartmann aus Deutschland. Keep on dancing, keep on dancing, keep on dancing, keep on dancing, keep on, keep on, keep on. Und gleich ein Doppelsalto rückwärts und gut geglückt, sie greifen an. Ja, Sie haben die größten Schwierigkeiten eingebaut. Das muss eigentlich belohnt werden. Sie wagen auch ziemlich alles. Ein bisschen zu lange sitzt mir die Birgit auf der Schulter. Eine Idee zu lange. Der Dylan mit einem kleinen Hackler. Aber das sind Kleinigkeiten. Bei derartigen Schwierigkeiten, da muss das vorkommen. Ja, vorzüglich die beiden. Wenn man ein bisschen was aussetzen könnte, vielleicht die Fußtechnik, wenn sie die noch verbessern, dann sind sie das absolute Spitzenpaar, nicht nur in Deutschland. In der Zeitlupe sehen wir sie noch einmal. Hier sitzt sie eine Idee zu lange. Man muss ja im Rhythmus bleiben dann, wenn man runterkommt. Doppelsalto, aber schön gestanden und es geht munter fort. Im Rhythmus tanzen die beiden weiter.
Ein Zuschauer mehr fürs nächste Paar, für die Nummer 39, Michael Anguera, Dorothée Blampin aus Frankreich. Ich wiederhole es noch einmal, die Weltmeister und deutlich Führenden in der Weltrangliste. Und hier gleich die erste Schwierigkeit, ein Doppelsalto rückwärts, wunderbar gestanden, im Rhythmus in der Zeit. Wir haben diese Figur bei Ihnen noch nie gesehen, aber in München hatten Sie vor einigen Wochen den Doppelsalto vorwärts gepatzt und verloren die Konkurrenz, das steckt noch in den Knochen. Man sieht es hier nicht beim Tanzen, aber Sie haben einfach die Figur gewechselt, aber keine leichtere mit ins Programm genommen. Ganz deutlich zu beobachten, nach jeder Figur tanzen sie sofort weiter, ohne eine Pause, sofort im Rhythmus nach dem Aufkommen. Alles sieht leicht und spielerisch aus bei den beiden. Die Beintechnik, die hohen Kicks, immer elegant und überall Power drin in den Figuren wie im Tanz. Sie sind die Elegantesten. Eine fantastische Leistung der beiden. Aber auch die Zuschauer sind zu loben, denn wie gesagt, die Rock'n'Roll-Fans erkennen die Leistung an. Fair, der Beifall laut und herzlich. Denn jetzt kommen die größten Konkurrenten, aber zuerst natürlich, wie immer, unsere Zeitlupe. Und das wird natürlich interessant bei diesen beiden. Schauen Sie die hohe Beintechnik. Der Einstieg und in einem Fluss durchgetanzt, in den Taucher und schon steht sie wieder, die Dorothée, und es geht genau im Rhythmus weiter. Schon angesagt, die Nummer 43. Italia. Die Halle tobte. Ja, was werden sie bringen? Riccardo Tessarin, Daniela Cozza. Seit vielen Jahren im Geschäft und immer erfolgreich. Mehrmals Weltmeister. Auch sie gleich mit einem Doppelsalto. Da können sie nicht zurückstehen. Sehr gut gemacht, schnell auf den Beinen, die beiden. Und noch einmal doppelt, alles gut gegangen. Won't take me that far. Holla, holla, ho, and holla, holla. Hey, another holiday.
Ja, da waren auch viele Schwierigkeiten drin, aber die Daniela nicht so hoch geworfen. Wenn wir einen Vergleich anstellen wollen, gleich in der Zeitlupe, dann werden Sie es sehen, nämlich mit dem Doppelsalto rückwärts. Hier, 1, 2, da war sie nicht so hoch und kommt nicht so gut auf. Sie sehen, sie geht in die Knie und ein wenig doch verspätet auf den Boden. Und jetzt noch einmal Michael Anguera, Dorothée Blampin, mit der gleichen Figur. Schauen Sie, wie hoch sie in die Luft geht. Da hat sie Zeit für die 2 Salti und kommen natürlich gut auf. Und sie sind, wie schon gesagt, im Rhythmus und können so weiter tanzen. Das letzte Paar mit der Nummer 45, Martin Lackner und Elke Peischl. Sie strahlen Zuversicht aus. Sie waren ungeheuer locker in der Semifinalrunde, die Sie ja schon gesehen haben. Die Schraube einen Halbfach. Auch Doppelsalto. In der Zwischenrunde wirkten sie ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl. Aber noch sind sie nicht am Ende. Ja, aber eine ausgezeichnete Leistung, da wird die Wertung schwer werden. Schauen wir uns die beiden auch noch einmal an in der Zeitlupe. Einwandfreier zweifacher Salto und wieder im richtigen Schritt. Die Siegerehrung, der 4. Platz und die Überraschung. Nämlich Riccardo Tessarin, Daniela Cozza. Sie sind ein bisschen enttäuscht. Hier der Weltpräsident Wolfgang Steuer aus München. Ja, ist es das Ende einer Karriere? Sul podio, al terzo posto. La Germania con Elke Peischl, Martin Lackner. Der 3. Platz. Gewiss eine Überraschung. Martin Lackner, Elke Peischl, den haben sie sich erkämpft. Sehr gut, wie gesagt, im Semifinale dann ein bisschen nachgelassen. Aber der 3. Platz bei Weltmeisterschaften, den hatten sie wahrscheinlich nicht erwartet. Der 2. Platz. Die beiden kennen wir auch. Peter Fenkel, Birgit Hartmann und die großen Sieger. Kein Zweifel, sie waren mit die Besten, obwohl vielleicht Fenkel, Hartmann die noch schwierigeren Teile hatten in ihrer Akrobatikkür. Michael Anguera, Dorothée Blampin,
die Weltmeister auch 92. Die Weltmeister eingerahmt von den beiden deutschen Paaren und wie gesagt an zweiter Stelle Peter Fenkel und Birgit Hartmann. Für mich ein Riesenerfolg für die beiden, aber die beiden schienen sogar ein bisschen enttäuscht zu sein. Ich wusste, dass ihr ein ganz schweres Agro-Programm habt und ihr habt natürlich gesagt, jetzt gehen wir auf das Ganze, nachdem die Fußtechnik so gut gelaufen ist. Das ist richtig. Wir haben also heute bestimmt das schwerste Programm gezeigt, das, ja, ich glaube, das bisher überhaupt auf der Welt gezeigt worden ist. Mit drei doppelten, also Doppelsalto rückwärts, Doppelsalto vorwärts, Doppelschraube, zwei eingekrätschten, sprich eineinhalb Salti, noch eine Doppelschraube. Also sowas Schweres ist wahrscheinlich noch nie getanzt worden. Und wir haben also gedacht, dass es heute reicht. Das unterschreibe ich. Trotzdem eine laienhafte Frage, warum seid ihr dann nicht Weltmeister geworden? Fragen Sie mal die Wertungsrichter, nicht uns. Ich weiß es nicht. Was könnte man am Tanzen noch ein bisschen was machen? Also wir haben mal mit den Wertungsrichtern gesprochen. Das sind also Unterschiede zwischen Zehntel und Hundertstel. Ich glaube, dass der Franzose heute gewonnen hat, das ist einfach die Lobby, dass er also in den vergangenen zwei, fast drei Jahren fast alles gewonnen hat. Und es ist halt wahnsinnig schwer, jemanden da ins Geschäft zu pushen und den einfach vom Sockel zu stürzen. Das ist das Problem. Von der Akrobatik zumindest waren wir sicher besser als er heute. Aber das ist meine subjektive Meinung. E Dorothée, campioni del mondo 1992. Visto adesso vogliamo fare un ballo d'onore, preparami il pezzo perché vogliamo sentire che 1992. Mit dem Siegertanz verabschieden wir uns von der WM 92 in Mailand. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Tag.